Hallo, einen schönen guten Nachmittag. Ich habe hier Thermosocken aus Merino-Wolle. Die sollen richtig schön warm sein, Feuchtigkeit absorbieren und sehr gute Trageigenschaften haben. Nennen sich auch Funktionssocken. Skisocken. Ich kenne sowas hier mit diesem langen Beinanschluss als Kniestrümpfe. Wir haben die immer Kniestrümpfe früher genannt. So. Aber nichtsdestotrotz, die sind natürlich beide identisch, sind beide gleich groß. Ich lege das mal aneinander, dann seht ihr das. Ich hatte, bevor ich das bestellt habe, so ein bisschen gesucht und nach einer Größe geguckt. Hier kann man keine Größe wählen. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Ich habe auch keinen tatsächlichen Hinweis darauf gefunden, wie das sich hier mit den Größen verhält. Ja. Und nun sind sie da und ich muss feststellen, also ich würde das als, weil hier steht auf der Händlerseite warme Skisocken Kinder, warme Socken aus Merino-Wolle, Thermosocken für Herren und Damen. Thermofunktionssocken, gut. Aber einerseits Herren und Damen und andererseits Kinder. Und was ich hier jetzt habe, deshalb habe ich die bestellt, ich wollte das jetzt wissen. Ich meine nicht, dass ich Waren bestelle, die ich vielleicht nicht brauchen kann. Ich ging davon aus, entweder meiner Enkeltochter oder meinem Enkelsohn passen die auf jeden Fall, wenn nicht sogar meiner Tochter oder so. Aber ich denke mal, hier macht wohl meine Enkeltochter das Rennen mit 8 Jahren. Das sieht mir nicht sehr groß aus. Man kann sie dehnen. Sie sind ja elastisch. Ich meine, die haben. Ich lese mal kurz vor, 5% Wolle, also die Merino-Wolle, aus der sie ja bestehen, ist im Prinzip jetzt nicht so ein großer Wollanteil. 15% Acryl, 15% Nylon, 45% Perserwolle, was auch immer Perserwolle ist. Wahrscheinlich ist es auch die Merino-Wolle, weiß ich nicht. 15% Polyester und 5% Spandex. Spandex ist ja das, dieses Elastan, was wir kennen. Und das macht diese Strümpfe durchaus dehnbarer. Ich meine, dieses Strickmuster alleine ist ja schon etwas, was ein bisschen nachgibt, aber dieser elastische Faden darin macht es dehnbar und trotzdem sitzt es schön an am Körper, am Bein. Es fühlt sich auch gut an. Sieht toll aus. Ich meine, da gibt es ja wirklich nichts zu rütteln. Ich muss das mal jetzt auseinandernehmen. Aber dass sich das so weit dehnt, ich meine, wenn man es streckt, mal ganz einfach gedacht, wenn man es streckt, wird es ja in der Weite weniger, weil es ja in die Länge geht. Ich meine, ihr kennt das sicherlich auch, wenn ihr Strümpfe anzieht und zieht die mit Gewalt an, die sind ein bisschen knapp, ein bisschen. Je länger man die zieht, umso enger werden die ja. Ja, und das befürchte ich hier auch. Also ich würde sagen, ich halte es mal an meinem Fuß ran. Ich würde mich das nicht zutrauen, aber meinem Enkel so mit 12 Jahren würde ich sie wohl doch noch anbieten, weil die dehnen sich doch allerhand. Und ich denke mal, da könnte er auch, könnte seine Schwester ein paar bekommen und ein paar eher. Ja, muss man probieren, müssen wir gucken, wie das bei den Kindern passt. Die haben ja auch noch dünne Beine, dünne Waden und da geht das schon. Aber für Erwachsene würde ich das hier ganz sicher nicht empfehlen. Das ist nichts. Nichtsdestotrotz sind es aber wirklich, wie versprochen, schöne, dicke, warme. Innen sieht das so mehr wie Frottee aus. Also mir gefällt es wirklich sehr gut. Es ist wirklich schön. Aber wie gesagt, mit den Größen, da habe ich hier wirklich vieles vermisst. Ich habe nichts gesehen, was in entferntester Weise auch nur darauf hinweist, was das nun für Socken sind. Hier im weiteren Text steht ja dick und glatt und maschinenwaschbar. Kinderskisocken. Da ist es wieder betont auf Kinder. Soweit, so gut. Wisst ihr, ich messe das jetzt einfach mal. Ich messe mal jetzt so ungestreckt die Fußlänge. Wo habe ich mein Zollstock? Hier. Ich messe das einfach mal aus. Dann könnt ihr, falls ihr euch dafür interessiert,
ein ungefähres Bild davon machen, welcher Fußlänge das entspricht. Also hier, ich sag mal, bis zur Mitte von diesem Hackenteil, naja, gut und gerne 17 cm. 17 cm Fußlänge würde ich sagen, vielleicht auch 18. Und dann müsste man wirklich schon dehnen, um da reinrutschen zu können. Und ja, das ist das. Und hier so ab Hackenmitte ungefähr bis nach oben sind es nochmal, da sind es 28 cm. Gut, das ist jetzt das Einzige, was ich euch anbieten kann. Eine Vergleichsgröße oder so habe ich hier nicht, finde ich hier auch nicht. An den Socken selbst ist auch nichts dran. Da steht einfach nur Kindersocken. Aber Kinder gibt es von 0 bis 13 und dann sind sie Jugendliche. Also von 0 bis 13 würde ich jetzt so sagen, diese Spanne haben die Socken natürlich nicht. So, noch schnell zum Thema Waschen. Sie dürfen nicht gebleicht werden, sie dürfen bei 40 Grad gewaschen werden, höchstens nicht bügeln, nicht professionell reinigen und kann im Trockner getrocknet werden. Na, das sind doch schon mal ein paar Faktoren, die gut sind. Waschen kann man es, man kann es wahrscheinlich auch in der Maschine waschen. 40 Grad Celsius ist eine gute Temperatur, um die sauber zu bekommen. Und der Trockner ist eine tolle Sache, damit man auch im Winter die schnell wieder benutzbar hat. Ich gucke gerade noch nach dem Preis. 19,99 € ist natürlich ganz schön viel für ein paar Socken. Zumal man weiß, Kinder brauchen nicht bloß ein oder zwei Paar Socken, die brauchen ja noch mehr. Und da kauft man ja bevorzugt immer diese großen Megapacks. Aber das hier ist eine sehr schöne Qualität, eine sehr dicke, feste Qualität, die sich durchaus auszeichnet als wärmende Socken. Als wärmende Kniestrümpfe. Da muss man schon mit einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Preisvorstellung rangehen. Und insofern muss man schon sehen, ihren Wert bringen sie schon mit. Sie sind durchaus schön. Einzigstes Manko ist eben, dass sie keine vernünftige Größe beziffern. Das ist das Einzige, was mir jetzt Negatives auffällt. Aber ansonsten sind die völlig in Ordnung, sind die sehr schön und auch empfehlenswert. So, das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bleibt schön gesund und alles Gute. Tschüss.